Machst du eigentlich mit dem Laser? Ach, du willst hier. Oh mein Gott. Den Reaktor hinbauen, genau. Nein! Bitte nicht! Mach ein Backup bitte davor, bevor du den anschaltest. Ja, Mann, ist so ein Stress. Also wie war das wirklich, Great Wood Saplings immer vier nebeneinander stellen, ne? Oder nur einen? So wie Jungle Saplings, dachte ich. Ja. Also für einen großen Baum dann vier nebeneinander. Ich hätte gerade versucht, mit der Hoe of Growth die irgendwie zum Wachsen zu bringen, das geht hier nicht. Solche Zicken. Ach, ich lebe es ja, wenn ich mich verzähle. Weil ich meine, Licht haben die komplett und frei ist hier eigentlich auch alles. Brauchst einen Magneten? Das ich gerade nicht, nee, danke. Okay. Brauche in erster Linie mal wieder mehr Graphit. Stabo dabei sind. Ich könnte auch mal das Zinn schmelzen. Wir brauchen nur einen Block. Weise pulverisieren. Ein Block wofür? Was wie? Nur einen Block auf die, wo ein Sapling ist. Okay. Es pumpt. Okay. Was pumpt? Hier der Stahlofen. Da habe ich meinen tollen Greatwood Baum. What a great wood. Warum brauchst du eigentlich so viel Stahl? Für einen Reaktor. Ach so. Der basiert ja praktisch auf Stahl und Graphit. Hm, Und stimmt. Uran. Also, Seared Stone 100. Da arbeitet die Smeltery momentan schon dran. Ach, hast du dich schon eingerichtet oder wie? Jo. Hast du auch genügend Kabel rein oder hast du das nicht abgezählt? Ich habe nicht abgezählt. Oh Mann. Das wird was dauern. Ich meine, du siehst ja, die Smeltery zählt ja durch. Das läuft jetzt seit, boah, einer Viertelstunde. Es sind 7 Steine rausgekommen. Warte mal. Ich rechne das mal schnell aus. Ja, mach du mal. Achthundert Cobblestone oder 28,125 Stacks Cobblestone. 28,125, okay. Ja. 0,125 Stacks sind wie viel? In einzelnen Ingots angegeben, beziehungsweise in einzelnen. 0,125, das wären 8 Stück. 0,125 ein Achtel ist. Okay. Macht Sinn. Ja, ich meine, da kann man ja auch eine Chest drüber stellen über das Ding. Mache ich jetzt mal. Ah. So, und 5 Stacks hast du wahrscheinlich rein, oder? Nur den Hopper voll. Den Hopperfall und das, was da in der Smelting schon drin war. Also brauche ich einmal Smelting voll, einmal Hopper voll. Mann.
Und wie viel passt in die Smelterie rein? Weiß ich nicht, musst du nachzählen. Pro Layer 3, oder? Ja. Pro Layer 9. 9, genau. Okay. Wir haben 7 Layer. Ach man, warum musst du das immer so kompliziert machen? Es ist nicht kompliziert, du machst nur kompliziert, weil du es immer ganz exakt machen musst. So präzise natürlich muss es exakt sein. So präzise sein. Muss der Kamera eigentlich gar nicht sein. Doch. Nein, dann haben wir doch. Auch ein bisschen was mehr. Wen stört's? Nein, sie das geht in kann man immer gebrauchen. Inakzeptabel. Nein, das ist inakzeptabel, sowas. Ja, ja. Sowas dulde ich nicht. Deinem Haus oder wie? Auf meinem Rechner. Ja, sowas dulde ich nicht auf seinen Rechner. Das geht nicht. Also es sind 6 Decks, was du rein hast. Ja, scheinbar. Und warte mal, was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 58, glaube ich. 28. 28. 6 haben wir, also 22 Stacks noch. Ach, ich brauche dafür noch einen Lambic, nicht in Ernst, oder? Boah. Ich bräuchte mal den Magneten. Nee, habe ich nicht. Den habe ich in die Chest. Okay. In die Tool Chest. Okay. Diese Spitzhacke ist so ähnlich langsam. Macht die halt nicht gescheit. Stark. Ja, wir haben diesen tust du ja schon. Hm? Haben wir irgendwo gescheit, aber den Stall brauche ich eben momentan noch. So funktioniert eine gescheite Technik. Ja. Ich bin exakt auf dem Punkt kaputt gegangen. Eck. So. Tschut. Tschut. Ja, ich fahr die Eisenbahn hier. Au. Ja. Laser brennen. Nee. Doch. Eigentlich Lasern, aber. Ja, man kann sie aber da ganz schnell gerne verbrennen. Und so Kältelaser sind auch irgendwie unpraktisch, ne? Ja. Höchstgradig unpraktisch sogar. Obwohl, selbst bei einem Kältelaser würde man sich verbrennen, weil der wahrscheinlich. Ne? Frostbrand erzeugt, ja, eben, ja. Kalt genug wäre. So, komme ich jetzt mal endlich zu meinem Zeug. Was wolltest du? MI-Zeug. Boah, unter Umständen. Wie viel Storage wollen wir denn? So viel wie möglich, aber ich glaube 16 erreichen momentan. Davon also 4 oder 5 Stück. 4 oder 5 Stück. Mhm. So eine Arsch offen. Bitte? Oh, das ist ja sau viel Arbeit. Naja. Hast du noch einen Pisten zu viel gemacht, vielleicht? Hallo? Was? Okay. Mach ich mir selber noch einen. Mal eben schnell eine Schwefel holen. Ist schon schön. Warte mal kurz. Schwefel haben wir genügend da. Eben, da ist sogar ein Barrel da. Haben wir? Okay. Ja. Wir haben hier einen Stack und 2 nochmal hier in der einen Kiste drin. 4,5 in einem Barrel. Okay. Das reicht dann fürs Erste.
Ja, hier das Silurium kann man aus irgendwelchen Gründen aus Zinn und Schwefel machen. Okay. Zinn war Ferrus, ne? Nee, Zinn war Zinn. Nickel war Ferrus. Nein. Zinn ist Zinn, wenn du fragst. Oh. Okay. Hab ich doch gesagt gehabt. Was halt witzig ist, dass Alufolie Tinfoil heißt, aber naja. Weil es in dem Fall im Amerikanischen und Englischen eine Zinnfolie ist. Hm? Warum? Weil es geht. Hast du echt keine Erklärung für? Nö. Schade. Was ist eine Spatial Storage? Da ist dann viel Platz drin. Space. Space! Space! Ja. Space. Also praktisch Blocks oder was? Ja. Das speichert Konstruktionen. Können wir momentan noch nicht welche brauchen, weil einfach verdammte nochmal Mengen an Energie braucht. Es gibt ja auch irgendwie Terra Storage Cluster. Da weiß ich allerdings nicht genau, was das soll. Naja, das sind Upgrades von den, das ist praktisch dann nicht mehr 64k, sondern Kilo ist dann 128k und so weiter. Okay. Oder nee, ich glaube immer ist 4 von... Nee. Oh, hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall viel, viel mehr. Ja. Fakt ist, ich brauche schon wieder mehr Kohlenstoff. Fakt ist, ich war nicht schlau genug, mir zu merken, dass ich mir Pisten machen wollte. Okay. Die ganzen Endermen hier immer rumrennen, ne? Ob nicht nervig, nein. Die einfach jeder von uns momentan einfach abschlachtet, als wären sie Mittagessen. Also so gehe ich mit meinem Mittagessen noch nicht um. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nicht gesagt, dass du mit deinem Mittagessen so umgehst. Ich habe gesagt, wie Mittagessen. Ah ja. Ja komm, wenn ich mal wieder Brennnesseln ausrupfe, mache ich auch Mittagessen kaputt. Gut. Für die Veganer. Ja. Die sich ihren schönen Brennnesselsalat machen. Nein, ich hack gerade nicht voll auf Japanern, ja, auf Veganern rum. Na dran. Auf Japanern. Na dran. Mhm. You did well. I guess. At least you try. I guess. Nein, ich hack gerade nicht auf Japanern rum. Stimmt sogar, ich hack nämlich auf Veganern rum. Meine Güte. Was der Unterschied ist. Teilweise ja. Jetzt musst du schon wieder Kohle einschmelzen. Wir brauchen, glaube ich, mehr Furnace, wa? Ja. Wir haben noch ein paar Furnaces hier in nur einer Kiste drin. Nee, ich meine so Redstone Furnace. Schnell. Also, nee. Also, wenn schon, dann nehmen wir Standard Furnaces hier. Nee, lass mal. Pisten wollte ich bauen, meine Güte. Ja, schmeiß weg, komm. So. Habe ich keinen Stein dabei? Was sagen die, dass wir keinen Cobblestone mehr besitzen? Ich wusste aber, dass das irgendwann kommt, dass uns der Cobble fehlt. Hm. Jetzt verändern wir uns abgeschlachtet. Meine Güte. Werden immer mehr. Oh mein Gott. Es ist schwierig, das hier irgendwie sinnvoll zu strukturieren.
Warum? Gibt's da keine Vorlage oder wie? Eine Frage habe ich hier, aber das ist vollkommen frei machbar. Hm? An unserem schönen Magmatic Dynamo-Turm, der nicht läuft irgendwie. Warum läuft der nicht? Weil er kann. Nee, der hat Lava, aber er läuft irgendwie nicht. Ach so, doch, ja. Das wird bloß gleich wieder rausgesaugt. So. Warum ist da oben noch ein Weil wir es mit Dynamo drauf mussten. Weil das pretty aussieht. Eben. Ursprünglich habe ich gedacht, das wäre noch ein Magmatic, der nicht angeschlossen ist, und habe mich gewundert, aber dann habe ich gesehen, der hat eine andere Farbe. Mhm. Haben wir noch Cobblestone? Ansonsten muss ich jetzt Cleanstone schänden. Ja, 9 Stacks. Echt? Das ging schnell. Mhm. Boah. So sieht's hier aus. Wir brauchen noch mehr Stahl. Stahl. Yay. Warum ist denn hier lauter Furnace? Hat der schon wieder angestellt. Gebaut habe ich hier nicht. Ich habe die nur hingestellt. Na gut. Irgendwie haben sie ja eine schöne Textur. Ja, wenn man sie von hinten anschaut und ein Auge zumacht und es dunkel ist und man das andere Auge auch noch zumacht, ja. Dann ja. Hm. Könnte man hier eigentlich so als Säule benutzen. Wenn du meinst. Wir bauen hier wirklich alles um, ne? Wir nehmen immer diese Ecken raus und packen da irgendwie Anvils und was nicht alles rein. Das mache ich ja die ganze Zeit. Ich finde, das passt da voll rein. Perfekt. Das war fast schon nah dran. Das musst du aber erstmal schaffen, von hier aus hier rüber zu platzieren, ja? Das ist leicht, weil du hast hier diese Seite getroffen. Von den Sandstone Brick Pillars. Mm. Mach's mir halt nicht mies. Doch. Doch. So. Ja, aber ehrlich, wo ist der Cobblestone jetzt? Wo ist der hin? Wo ist das Glas? Da hinten. Ach, hier unten ist auch noch 13 drin. Passt. Mm. Was? Du willst Glas? Vier. Das ist aufgekocht. Argenglas, meine ich. Achso, das ist drin. Affekoch. Affebrühl. Ja. Affe. Das auch. Handglas, Handglas, Handglas. Wir hatten noch ganz viel davon. Da sind 14. Das hat sich mittlerweile hier verlaufen, überall, dass das hat sich irgendwo verteilt. Ja, also Nummer 13. Komm, eins müssen wir irgendwo noch haben. Und noch 2 Essential Tubes. Och, muss ich nicht. Uns fehlt ein Handglas, wirklich. Vielleicht haben wir es noch irgendwo in einer anderen Kiste, schau nach. Was mich stört, ne? Ich habe mich gefreut, dass das mit den Essential Tubes so genau aufgeht, ne? Mhm. Denkst du? Dann kommt noch so ein extra Teil, was ich noch nicht drüber nachgedacht habe und. Nö, du musst jetzt nochmal 6 Tubes craften, weil du brauchst noch 2. Ah. Oh. Also ich darf nochmal ein Schimmerleaf nehmen, das sie zum Glück als Reward bekommen haben, das hier hinten auf Gras platzieren, dann das zermaschen, damit ich hier Quicksilver bekomme. Hm. Wieso kannst du halt Quicksilver Drops nehmen? Haben wir doch mehr als genug von. Ich weiß nicht, ob der das annimmt. 9 Stück davon wären ein Quicksilver. Echt? Ja. Das wusste ich nicht, weil mir jetzt nie jemand gesagt hat. Na, jetzt schon. Well, you know. Das Haus sieht einfach so schön aus. Was? Unser Haus hier. Klasse. Das sieht doch eh keiner. Meine ich in dem Fall sogar ernst, weil man sieht nichts. Ja, ja. Es ist Milch. Nämlich von außen randvoll mit Köpfen, von innen randvoll mit Truhen, eine Truhensäule in der Mitte, oben Truhen, dann links und rechts alles und mittlerweile habe ich auch noch die Bilder hier hingehängt, die hier in den Kisten lagen. Mhm. Damit habe ich auch gleich ein Fenster überdeckt. Es ist so schön. Komm, seid ihr sicher, dass ihr nicht noch ein Handglas irgendwo im Inventar drin habt? Nö. Ist doch schnell gemacht. Wir haben hast du wirklich überall durchgeschaut?
Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Zumindest überall da, wo es ansatzweise Sinn machen würde. Ich kann erst, dass hier echt exakt ein Hardplayer fehlt, oder? Ist anscheinend so. Das wäre so arm. Da kommen aber gut Erze raus. Ganz viel Schwefel. Und Emeralds. Und noch mehr Emeralds. Ich hab noch irgendwo eine Kiste mal. Obsidian Staub. Ja, vorne in der Metallkisten vorne. Am Smelter. Jo. Vorne an der Metallkiste vorne. So, wir hatten ja ein Kohleproblem, ne? Hatten wir? Hatten wir? Hatten wir. Ach, zu viel, ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ich füll mal die Furnace hier auf. Können wir den Cobblestone rein theoretisch direkt von da oben durch das bestehende System hier in das richtige Fass reinleiten? Nein, weil sonst die Chests hier überfluten. Weil die hier auch mit angebunden sind. Müssen wir noch ändern. Haben wir kein Glas mehr oder hat noch mehr Glas? In der Chest hier Glas oben. Glas habe ich irgendwo gesehen, ja. In der Chest hier oben. Ich springe. Ach, da ist Glas dran, ja. Was? Warum ist. Ach. Gut. Was bin ich froh, dass ich den Sonic the Hedgehog drauf habe hier, weil ich immer hin und her sprinten muss. Ich bin sehr froh, wenn ich die Boots of the Traveler mir machen darf. Später mal. So. Gut, ich hab schon wieder Iron gemacht. Dürfte reichen, was? Du brauchst mehr Sand. Das ist schon wieder 171 Iron. Och, Simon. Was denn wie? Simon. Du hast schon wieder Eisen gemacht. Mann. Hä? Anstatt Stahl. Ach so. Übrigens, Claim Reward. Egal, du hast 32 Blöcke Stahl, das reicht fürs Erste. Ja, dann drin lassen, wa? Nee. Leute? Ja. Game Reward. Hab schon angenommen. Was hast du gekriegt? Great dabei. Ja. Instant Health 4. Feather Falling 3 Boat. Schaut mal, was ich gekriegt hab. Magneten. Auch Stufe 8? Auch Stufe 8. Okay. Krass, richtig geil. Jetzt bist du damit nicht mehr unique und so. Ja, ist egal. Klingt aber nicht so. Wie macht man den an? Schiff rechts. Da warte ich, zeig's dir. Lol. Der geht riesig weit. Ja. Cool. Den lege ich dann hinten in die Community Chest hier. Aber was man sagen muss, ist, dass der Reaktor einfach geil aussieht. Meinst du? Ach, weiß nicht, gut. Irgendwie, also von Texturen her, ich finde, der ist schön gemacht. Oh, die ändern sich noch. Der ist nämlich in Betrieb. Au! Oh, das ist Laser. Immer noch mit Laser. Tada! So sieht er fertig aus. Ja, ist immer noch ähnlich nett. Warte mal, ist der Output vielleicht irgendwie lila? Nein. So blau und gelb ergibt lila. Hä? Nee. Oh. Bei blau kommen die Abfallstoffe raus, bei hellgrün kommt das Yellow-Irid rein. Und hier aus dem roten kommt die Energie. Toll.
Jo. Warte. Perfekt. Perfekt. Dann. In den Laser selbst geht's ja nicht rein. Nur in die Precharter. Deswegen habe ich extra hier noch eins freigelassen, weil da ein Precharter vorkommen müsste. Und wie willst du dann die Lorium reintun? Hier durch. Durch das Grüne von oben. Baum. Da muss doch hier ein Precharter hin. Ja, da kommt ein Precharter hin. Buzz! Oh. Ist unwichtig, weil ihr das. Ihr könnt das durch den Boden durchbauen. Ihr könnt das unter. Ihr könnt das unten lang leiten und dann das Illyrium. Ja. Ja, jetzt auch. Ja. Ja. Das ist aber schon von hier aus da hoch geht. Natürlich mit Item Ducks, aber ich habe gerade keinen dabei. Was hast du eigentlich gekriegt aus der Reward? Hast du schon gesagt, ne? Instant Health 4. Ah. In der Flasche. Instant Health 4. Noch was freundlicher vielleicht? Das ein bisschen freundlicher könnte schon sein. Ja, stellt nicht so hohe Ansprüche. Na, deswegen sage ich auch so ein Stückchen. Das reicht schon. Naja.